Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und wie immer freue ich mich, dass Sie live dabei sind und natürlich, dass Thorsten hier mit uns die Veranstaltung macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXWIT. Wir schauen uns schnell den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was Thorsten uns gleich zeigt, welches Setup er heute für uns dabei hat. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig und ja, die Veranstaltung entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber Thorsten, in der Zeit, wo ich dir den Bildschirm übertrage, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Die Vorrunde in der EM ist jetzt vorbei, aber auch die erste Halbzeit des Jahres. Und ja, wie sieht es denn in der zweiten Halbzeit aus? In der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, Brasilien gewinnt. Richtige Antwort. Ja. Guten Morgen in die Runde, guten Morgen nach Potsdam, mein Lieber. An die Radiostation oder Zwischenstation in Potsdam an Andreas. Guten Morgen. Ja. Wir werden uns heute, oder ich glaube, es wird heute eine neue Geschichte. Es wird wohl eine etwas andere Art werden, da ich die letzten 2 Tage oder 3 Tage so gut wie überhaupt nicht am Schirm war. Wir sind in Norwegen gelandet, wie man, glaube ich, weiß. Und wie jedes Jahr brauchen wir ein paar Tage, um uns hier einzugewöhnen. Und dann haben wir eben das Problem, dass wir keine Dunkelheit haben. Man merkt so richtig nicht, wenn Nacht ist. Das bringt den Rhythmus irgendwie völlig durcheinander. Und so machen wir das genauso wie die letzten Jahre. Wir nehmen uns einfach am Anfang der Zeit ein paar Tage Auszeit. Und wenn man hier mal auf die Wetterkarte guckt, dann weiß man auch warum. Das ist für Norwegen nicht so normal. Wir haben jetzt schon 18 Grad. Wir haben da draußen spiegelblanke See. Das ist hier absolut unüblich und heute bis zum Abend, ich sag mal, bis 16, 15, 16 Uhr ist das Wasser befahrbar. Das heißt, wir werden uns gleich auf Nahrungssuche begeben. Sonnenuntergang 23:54, also Mitternacht und Sonnenaufgang 2,5 Stunden später. Das heißt aber nicht, dass es dann dunkel ist, sondern da verschwindet die Sonne hier ganz kurz hinter uns, hinterm Berg. Es bleibt die Abendstimmung und die ist dann um 2:30 Uhr vorbei. Das heißt, wir haben uns, oder ich habe mich die letzten Tage wirklich zurückgehalten. Wir haben Sonntagnacht, wird ja nicht dunkel. Sonntagnacht habe ich noch eine DAX-Position eröffnet, am Dienstag dann noch einer dazu und die haben wir laufen lassen bis eben gerade. Die habe ich vor einer halben Stunde zugemacht. Das heißt, alles, was wir hier mal gemacht haben, die letzten Tage und Wochen, letzte Woche haben wir euch ja vermisst, war aber mein Fehler. Ich war der Meinung, wir hatten ein Webinar mit Nelson angesetzt, war aber nicht und deswegen muss ich jetzt einfach. Ja, hat das jetzt 2 Wochen dazwischen, haben jetzt 2 Wochen dazwischen gelegen. Morgen Marcel Ries. Marcel, schön, dass du zu spät kommst. Das Entschuldigungsbier kannst du hinten rechts im Klassenzimmer abstellen. Das nehme ich nach dem Unterricht nachher gerne mit. Okay. Wir müssen uns als erstes mal einen Überblick verschaffen, bevor wir schauen, was die letzten Tage hier so passiert ist. Das ist heute der Donnerstag, der Mittwoch ist der Dienstag, das ist der Montag. Das ist das, was diese Woche bis jetzt hier passiert ist. Hier haben wir den Freitag und wir hatten hier am Wochenende Midsommer. Ist sowieso immer etwas schwieriges Zeitfenster für uns hier.
Montag die kurze Explosion nach oben, die dann am Dienstag im ersten Schwung nach einem erfolgten Doppeltop hier nach unten abverkauft wurde und am gestrigen Mittwoch der nächste Schub nach unten gemacht wurde. Das ist erstmal das erste Bild, was ich sehe, wenn ich an so einem Tag wie heute morgens an den Chart gehe. Das ist der erste Blick auf den 5 Minuten. Ich würde euch heute einfach mal mitnehmen auf die Reise, so wie ich als meine Person morgens an die Charts gehe und so wie ich mir die Charts anschaue. Wir sehen als erstes, wenn es für euch okay ist. Also, wenn ihr lieber sagt, Mensch, Junge, sag, wenn du auf den Knopf drückst, und drück, ich will auch. Dann nehmen wir die Nummer. Ansonsten würde ich euch heute gerne mal mit auf so eine Reise nehmen. Bevor wir dann auf Nahrungssuche gehen, weil heute ist Angeltag geplant. Ich schalte einfach mal die Zielbereiche aus und nehme mir mal dieses Bild. Das hier war der Freitag. Nun muss ich einfach mal schauen. Was hat der Freitag hier gebracht? Ist natürlich, wenn man ein Update installiert, dann muss man die ganze Geschichte wieder umdrehen. Wo sind meine Extensions hin? Wer hat mir die geklaut? Da sind sie doch. So, wir nehmen diese erste Bewegung hier. Da. Und sehen, dass ich vermute mal, es soll Guten Morgen heißen, Bando, oder? Wir nehmen als erstes diese Abwärtsbewegung hier. Das ist die letzte gravierende Bewegung, die wir hier gesehen haben, um einfach zu schauen, wer ist hier überhaupt unterwegs. 161, 8er Fibo wäre bei 107, 51. Das Hoch haben wir gemacht, ungefähr 8, 9 Punkte da unten drunter. Also waren das exakt die, die diese Bewegung hier nach unten, ich kann mal etwas genauer werden, da haben wir exakt das Hoch. Das heißt, wir sehen die, die diese Bewegung hier verursacht haben. Wir sehen schon an der Bewegung, zack, einmal kurz ein harter Spieß nach unten, kurz wieder zurück und dann hier um 9:30 Uhr am Freitag früh, zack, die Bewegung nach unten. Einmal morgens richtig heftig durch, um dann diese Flagge zu bauen hier. Die klassisch dafür dienen sollte, die Bären auf die nächste Stufe zu bringen. Flagge, Wimpel, wie man auch dazu sagen will. Bis zum Abend hat es nicht geklappt. Spätestens in diesem Bereich hier hätte der Ausbruch nach unten erfolgen müssen. Nach meiner Definition. Meine Definition sagt immer, dass der Ausbruch aus so einem Wimpel in den ersten 2 Dritteln dieser Geschichte hier von der Länge passieren muss. Ansonsten wird das nämlich zu einem Rohrkrepierer, so wie sich das dann auch sehr oft rausstellt. Das heißt, wir sehen auch hier Mitternacht, kurz
ein Downgap, welches aber sofort, direkt danach hier nach oben aufgelöst wurde. Damit haben wir einen klassischen Fehlausbruch aus diesem Wimpel. Klassische Fehlausbrüche werden in der Regel mit einem Ausbruch in die andere Richtung bestraft. In Gänsefüßchen, Strafen sehen ja eigentlich anders aus. Und die Bullen haben die Oberhand. Erstes Kriterium, was ich heraus lese, die Fibo-Händler haben hier Priorität. Die sind genau die, die diese Bewegung verursachen. Und Formationen haben anscheinend hier die dementsprechende Wirkung. Also heißt es für mich, ich muss mich die nächste Zeit nach Formationen und nach Fibo richten. Das war aber nur der Freitag. Da haben wir dieses Dreieck. Da. Und wenn wir hier drauf den Fibo legen, auf die komplette Bewegung, sehen wir hier, wir haben hier oben ganz knapp unter der 161er Extension gedreht. Zur besseren Kontrolle hier nochmal drauf. Und dann sehen wir, dass die 161,8 da exakt mit diesem Bereich hier, das Vorgängerhoch, ebenfalls übereinstimmt. Die letzte Bewegung, Ausbruch hier über dieses Hoch, der Ausbruch mit Musik, der Rücklauf hier runter, um dann hochzuziehen, um dann hier das High zu machen, ungefähr 5 Punkte, 6 Punkte unter diesem Ziel, was klassisch dafür ist. Wofür ist es normal, wenn oder welche Händlergruppe für unsere Seminarteilnehmer, welche Händlergruppe überwiegt in diesem, zu diesem Zeitpunkt? Wenn wir auf dieses Bild gucken, hierher, welche Händlergruppe überwiegt hier oder wer verursacht diese Bewegung und warum? Da brauche ich hier nur einmal drauf gucken, um mir da das Resultat rauszuziehen. Die Jungs, die schon mal im Seminar waren, können es ja immer noch hier eintragen. Ich sage jetzt mal, die, die diese Bewegung hier verursacht haben, sind für mich die, die freiwillig hier verkaufen. Das sind keine Stops, die geholt werden oder sonst irgendwas, sondern das sind die, die hier oben verkaufen, die diese Long-Bewegung hier mitgenommen haben. Einmal die, die hier unten schon long gegangen sind, weil an der 10670 irgendein Ziel lag, kann ich jetzt nicht definieren, woher es kommt. Die haben hier unten irgendwo eine Long-Position eröffnet. Die nächsten, die nach Fibo-Regeln handeln, über der 61,8 ist das Short-Setup hin. Die haben hier angefangen zu kaufen. Das kann man hier eindeutig sehen. Ich mache dafür mal das Bild ein bisschen größer. Da bis zur 61,8 hier, bis in diesem Bereich schleppt sich die Aufwärtsbewegung langsam hin. Dann schießen wir durch die 61,8 durch, bestätigen die 61,8 und dann kommt hier Dynamik rein. Richtig schön Dynamik. Volle Granate. Dann wären diese Long-Positionen hier knapp unter dem letzten Hoch. Da ist das letzte Hoch und Fibo-Level. Beides trifft hier zusammen. Und 4, 5 Punkte darunter werden die geschlossen. Das sind einmal, dass die Longs geschlossen werden, nämlich die, die hier unten long gegangen sind, die dieses Fibo-Setup hier von unten nach oben handeln. Die legen ihre Ausstiege, ihre Exits, die legen die logischerweise ein paar Punkte unter das Hoch, um damit sie auch ausgeführt werden. Das nächste ist, dass die, die verkaufen wollen, die freiwillig shorten wollen, die sich auf der Verkäuferschiene wiederfinden, dann ebenfalls zusteigen. In der Regel ist es so, dass diese Bewegung hier, da diese Abwärtsbewegung dadurch entsteht, dass die Long-Position glattgestellt werden. Dazu kommt, dass es nachmittags 16 Uhr.
16 Uhr haben wir oft eine Wende, wenn die Amis die erste volle Stunde sehen. 15.30 Uhr kommen die in den Markt. 16 Uhr kann man den ersten Wendepunkt oft erkennen und dann ab da dann auch die Richtung. Das ist noch ausgeprägter im DAX als im Euro. So, und dann kann man diese Geschichte hier einfach mal umdrehen. Und dann sieht man, okay, erstes Hoch, erste Bewegung hier bis zur 38 circa, bis zur 34, 38,2, da genau exakt bis zu diesem Tief. Nochmal hoch, ein nachlaufendes Hoch, dieses nachlaufende Hoch hier ist nicht höher als das Hoch. Das heißt, auch hier drüber wurden keine Stops geholt. Hier haben noch nicht genug Stops dafür gelegen, sondern hier haben die nächsten gelegen, die freiwillig ihre Short-Positionen hier platziert haben. Und das hat genau diese Bewegung hier verursacht, den nächsten Morgen, um dann dieses Setup, was die Amis 16 Uhr gestartet haben, um dieses Setup den nächsten Morgen fortzusetzen. Von dem Moment an war die Short-Richtung überwiegend klar. Wenn wir uns das jetzt hier im H1 mal anschauen, ist auch diese Geschichte hier letzte Woche genau diese Muster. Das erste Hoch, das zweite Hoch. Wir dürfen noch unterstreichen dazu, dass wir im... Na komm. Da. Wir haben beide Male, wir haben hier einen Hoch gemacht. Wir sehen, wie er hier hochmarschiert ist. Wir haben hier einen Hoch gemacht. Wir haben hier einen Docht gebastelt und wir haben hier ein bärisches Engulfing. Ein bärisches Engulfing entfaltet in der Regel auch die Wirkung dazu. Wenn wir ein bärisches Engulfing, das noch im H1 haben, werden in der Regel die Stops mit Abstand da oben drüber gelegt. Wir haben gerade gesehen, das letzte Hoch war an der 50 oder bei der 51, die 161,8 und das letzte Hoch. Damit lagen die Stops für diese Formation, und hier haben wir das High bei der 46, werden die Stops irgendwo im Bereich 60, 65 gelegen haben. Nachlaufendes Hoch, hier das High wieder 3-4 Punkte unter dem, wieder ein bärisches Engulfing hier, und dann wurde durch dieses bärische Engulfing dann die Reise nach unten am Montag ausgelöst, am Dienstag, ne? 27, 26, 25, Dienstag früh, wurde das hier dann dieses ausgelöst, und jetzt haben wir das Muster, was wir kennen. Wir haben Bewegung A und wir haben die Korrektur hier wurde mit einem Doppeltop beendet. Und wir haben Bewegung C. Da. Für mich ist das, was wir hier jetzt sehen, im Toleranzbereich. Wir hätten laufen müssen bis an die 10664, gelaufen sind wir bis an die 10665, also um einen Punkt das Tief hier, um einen Punkt dieses Tief verpasst. Das ist für mich durchaus gerade hier im Toleranzbereich. So. Und danach direkt die Gegenbewegung in der nächsten Stunde, um dieses Hoch zu markieren. Das heißt, wir haben hier das High bei der 10695 und das Hoch hier in der Nacht bei der 10996,8 viel höher, sollten wir nach dem Muster hier nicht laufen. Hochs bei 10675,
96 markiert, viel höher sollte es nicht gehen. Viel höher. Ja. So, viel höher sollte es nicht gehen. Also 10996 sollten wir uns merken. Das kann bitte mal geknipst werden. Wir müssen immer mal zwischendurch ganz kurz warten, bis das Bild fertig ist, weil wir die Screenshots, die wir hier machen, deswegen schreibe ich die Erklärung auch da rein. Die Screenshots sind für alle die, die nicht unbedingt live dran teilnehmen können, sondern die dann etwas später auf Slack bei uns nachschauen, um die Setups dann zu kriegen. Okay, das vorausgeschickt, dieses Hoch und C gleich A, können wir uns aus dem gleichen Muster, also Bewegung A ist durch, Bewegung C ist auch durch. Beide Korrekturbewegungen sollten so ziemlich abgeschlossen sein. Wir legen uns die Nummer C hier für diesen Zeitpunkt jetzt auf den Start. Ob die jetzt schon passt, werden wir sehen. Die kann raus. Und hier unten legen wir die Nummer hin. So, da unten 10643 wäre das Muster oder das Ziel aus C gleich A. Das darf auch nochmal geknipst werden. Aber jetzt müssen wir uns beeilen. Ich mache nur für mich schon ebenfalls schnell ein Bild. So. Jetzt wechseln wir in den M5. Da. Zielbereiche an. Fibo raus. Alles raus hier. So. Wir haben den Ausbruch hier oben. Wir haben gesagt, viel höher sollte es nicht gehen. Wir haben hier oben jetzt unsere Zielbereiche und wir hätten bis zum nächsten Zielbereich jetzt genau 11 Punkte Luft. Wir müssten jetzt in diesem Muster einplanen, dass wir sagen, okay, wir müssen einen anderen Chart nehmen. Den hier, sonst wird das nämlich nicht. Ich muss ihn nur in aktiven Modus setzen, sonst kann ich hier nichts machen. Das heißt, hier, wenn wir müssen damit rechnen, dass diese beiden hoch sind, dieses Doppeltop nochmal ganz kurz abgefackelt wird, dass wir hier eventuell bis da hoch laufen und unser Zielbereich hier oben deckt sich mit dem Zielbereich von gestern. Das heißt, wenn wir shorten diesen Fehlausbruch, und das tue ich jetzt, dann muss der SL da oben drüber, über diese beiden Marken. So, das heißt, SL von
12,5 Punkten und wir wollen runter bis zur 43. Das heißt, wir haben einen TP, den ich jetzt platziere, von 50 Punkten. So. Diese Nummer sollte, wenn wir hier runtergehen, unter die 83, was wiederum 12 Punkte sind, wenn wir diese Nummer hier unten haben, sollte der SLBE gehen. Ich lege diesen SL auf, den BE-Schutz lege ich auf 14. Das heißt, wir dürfen entspannt nochmal da hochlaufen. Wir können dieses Doppeltop abarbeiten. Wir können diesen Zielbereich bestätigen. Wir können diesen Zielbereich von oben holen. Wenn wir den von hier oben holen, dann sollten wir danach auch runterlaufen hier bis an die 1,0665. Dann wären wir schon mal vorne. Ab da sollte man, wenn man das kann, wenn man das beherrscht, sollte man ab diesem Zeitpunkt hier einen Trailer anschalten. Das mache ich jetzt mal selber, das Bild. So. Und schreibe das mal dazu. Ab 1,0669 circa kann man trailen. Das Bild ist nicht hochgeladen, das ist schwarz-weiß. Also dann machen wir das mal nochmal. Gut. Da haben wir es. So, und damit ist, ich zeichne mal den Plan noch, damit man das auch versteht, für die, die das Webinar nicht gucken können oder gucken konnten. Da hoch, eventuell bis dahin. Das sind die drei Startpunkte für die Shorts. So, und zu beachten sind, einmal dieses Doppeltop und einmal zu beachten sind diese Zielbereiche. Und damit sollte das verständlich sein, was wir hier machen wollen, oder? Ist das einigermaßen verständlich, was ich hier vorhabe, was mein Plan ist, was? Kann man ein bisschen nachvollziehen, wie ich bin jetzt. Ich war gestern und vorgestern im Euro so gut wie gar nicht unterwegs. Ich habe da nicht hingeguckt. Es hat mich eigentlich so gut wie gar nicht interessiert, weil, wie gesagt, so ein Wetter hier haben wir selten. Heute wird es ja noch um Längen besser. Und nur so, nur mit diesen Mitteln, nur so suche ich mir einmal über den H1. Da ist dieses Muster offensichtlich. Ich könnte jetzt gucken, wenn wir hier drauf einen Fibo legen, den hier,
dann sehen wir, dass aus dieser Aufwärtsbewegung hier, das Tief ist hier ebenfalls kaputt gemacht, hier, diese Aufwärtsbewegung, hier haben wir das Tief ist hier kaputt gemacht, daraus ergibt sich das Ziel 10639, also haben wir genau diesen Bereich hier als Zielbereich unten. In der Kombination mit C gleich A und Fibonacci. Da unten haben wir den Zielbereich. Mike! Naja, ob die nur so schick ist, weiß ich nicht, aber das ist eine Computerarbeitsplatzbrille, die ist. Aber lange nichts gehört, nichts gesehen. Wir wollten mal reden, mein Lieber, ne? Grüße aus den norwegischen Bergen in die südamerikanischen Berge, oder bist du etwa zu Hause? Okay. Daraus ergeben sich diese Pläne. Viel mehr muss ich nicht machen. Müsstest du Fibo nicht ein paar Kerzen weiter vorne ansetzen? Danke. Man merkt, du warst aufmerksam. Das hier ist bis jetzt das Setup dieser Woche. Das ist die Eröffnung Sonntagnacht hier. Und das ist die erste Bewegung diese Woche. Deswegen habe ich das genau an dieser Bewegung angesetzt, um diese Woche zu nehmen. Wir können, logischerweise, aber dann würde ich jetzt noch einen reinbauen. Ich nehme die Fibos beide raus. Das nicht. Fibo will ich rausnehmen. Den hier. Den will ich rausnehmen. Und wenn ich den Fibo für die Zielbestimmung nehme, muss ich dir recht geben. Das Tief hier haben wir am Freitag markiert. Da, das Tief hier haben wir am Freitag markiert. Das Hoch hat sich aber nicht verändert. Und wenn wir diese Bewegung komplett nehmen, dann landen wir sogar da unten. Ich kann den ja mal noch als Erweiterung einzeichnen. Ist mir aber, wenn ich ganz ehrlich bin, etwas zu viel. Da C gleich A sich mit dem hier deckt, müssen wir damit rechnen, dass hier unten bei der 43 bis 39, das ist ein 4-Punkte-Bereich hier, der ist für mich völlig okay. Das hier ist ein 20-Punkte-Bereich. Ab da sollte man vielleicht aufpassen, ja, aber das Ziel würde ich jetzt nicht daraus ableiten. Ich nehme die Unterkante von der Flagge hier, Fehlausbruch, und dann nach oben. Ist auch eine Empfindungsgeschichte, bei mir jedenfalls. Und so würde ich mir diese Ziele hier ziehen oder auch erarbeiten und lasse die Position auch so laufen. Wenn ich hier an einem Tag, wenn ich vom Angeln wiederkomme und habe 50 Pips im Sack, weine ich nicht. Sind Fragen dazu? Ich mache das mal zur Erklärung noch ein kleines Stück größer, weil dann sieht man, dass wir gar nicht nervös werden müssen, wenn jetzt nicht sofort was passiert oder sich sofort hier die Kurse überschlagen. So wie das jetzt hier aussieht, kann das durchaus ein bärisches Harami werden, wenn wir noch eine halbe Stunde so bleiben, bis um 9. Dann haben wir ein bärisches Harami
Und wenn die nächste Kerze dann rot wird oder rot startet um 9, dann würde ich diese Position sogar direkt aufstocken. Regelwerk, aber dann nicht Euro pro. Regelwerk wäre für die aufgestockte Position, bevor wir wieder Gesprächsbedarf bei uns in der Community haben. Regelwerk für die aufgestockte, für die nächste Position wäre dann dieses Harami. Das heißt, wir haben das High hier bei der 96. Wenn wir hier in diesem Stundenbereich bleiben, dann wenn wir in diesem Stundenbereich, hier in diesem Bereich bei der 93, 94 bleiben, hier in diesem Kursbereich, dann haben wir ein bärisches Harami. Wenn die Kerze dann schließt und die nächste rot aufmacht und es ist ein bärisches Harami, dann ist das Regelwerk Harami. Das heißt, der Stop muss direkt da oben drüber und dann kann ich auch die zweite Position mit 5, 6 Punkten SL anfassen. Wir haben hier den Open-Kurs bei 95, bei, nein, stimmt nicht. Den Open-Kurs bei 93,9 und den Schlusskurs bei 95,2. Wir haben hier den Open-Kurs bei 94,8. Wenn der Eröffnungskurs der roten Kerze unter dem Eröffnungskurs der blauen Kerze liegt, dann kann es nur ein Harami werden. Ein Engulfing, wenn wir ein Engulfing im H1 haben wollen, hätte diese Kerze mit einem Abwartgap öffnen müssen und wir hätten den Eröffnungskurs oberhalb von dem Schlusskurs der blauen Kerze haben müssen. Das heißt, ein Engulfing ist ausgeschlossen hier, weil der Eröffnungskurs ist durch, den können wir schlecht verändern. Wir sind hier ja eine Börse, sind ja nicht in der Politik, ne? Hier werden ja nicht irgendwelche Zahlen auf einmal verändert oder so. Sondern hier wird ja das genommen, was da ist. Und damit kann es maximal noch ein Harami werden, wenn der Schlusskurs der roten Kerze oberhalb von dem Eröffnungskurs der blauen Kerze landet. Eröffnungskurs hier bei der 63,9, das heißt, wir müssen den Schlusskurs bei der 63,9 oder oberhalb haben, dann wird es ein Harami. Ansonsten wird es auch kein Harami. Okay, wenn keine das Ziel daraus bleibt, das Startsignal ist für den Stop nur der hier oben das Hoch mit 2, 3 Punkten oben drüber. Ziele bleiben trotzdem hier unten bestehen. Gucken wir nochmal hier zurück und wenn ich hier zurückschaue, muss ich sagen, aufstocken nach Euro pro. Dafür brauchen wir einen Kurs von circa 1,0690. Das schreibe ich hier mal noch dazu. 1,0690. Ab 1,0690 sind Shorts nach Euro pro zu starten. Also nach Regelwerken. Nicht, weil ich das sage. Du hast doch gesagt, ich muss starten. Nee, ich muss da shorten. Du hast gesagt. Ich habe gar nicht gesagt. Hatten wir vorhin mit Nelson schon das Thema, ich bin verheiratet, ich habe nichts zu sagen. Vielleicht kann der Nelson darauf eingehen. Wie kann es sein, dass wir unterschiedliche Kurse haben? So, kann nicht sein, außer man hat Euros US-Dollar Spot und den normalen Euro US-Dollar, dann kann es ganz minimal abweichen wegen des Spreads. Aber ansonsten nicht. Aber ich habe ja keinen Einblick in die Konten. Also da bitte an den Support jetzt gleich. Und ich gebe dann gleich auch nochmal Bescheid. Siehst du, so geht man damit um, ne? Sehr gut, danke.
Okay, wenn wir werden uns wahrscheinlich hier oben noch eine Weile werden noch eine Weile rumdümpeln, deswegen nicht nervös werden, weil es jetzt zu lange dauert oder so, sondern einfach darauf achten, was dann ab 9 Uhr passiert. Okay. Zum DAX. Wir hatten eine Shortmarke festgelegt bei 18.146, letzte Woche aus dem Webinar. Wir haben dann geschortet, habe ich dann erst am Sonntagnacht zur Markteröffnung bei der, ich gehe mal auch hier auf den H1, komm, da, eröffnet habe ich meine Position am Sonntagnacht, die erste zur Markteröffnung um 0 Uhr. Ich muss mal gucken. Das war bei der 18.203. Da. Da war die Eröffnung. Und direkt zur Eröffnung, da direkt, als er mit dem Abwartgap eröffnet hat, habe ich die Position direkt eröffnet. Wir haben dann am Montag noch eine nachgelegt, als wir das Hoch hier rausgenommen haben. Stops lagen über der 18.370. Ich habe vorhin gleich um 7:30 oder 7:30, 7:30 oder 7:30 habe ich diese beiden Positionen geschlossen. Warum habe ich die geschlossen? Ich habe sie gestern noch etwas aufgestockt. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier eine Umkehrformation. Wir hatten hier gestern ein nachlaufendes Hoch. Hier haben wir ein bärisches Harami. Dieses Harami hier nachher mit einer roten Kerze bestätigt. Und dann ging es 1, 2, 3, 4, 5 Stunden nur bergab. Und damit hier auch ein Trendbruch. Diese Geschichte hier, ich nehme hier jetzt mal alles raus, was ich hier drinne habe. Nur mach. So. Und schiebe das wieder weg. Mach hier ein bisschen Platz. Wir hatten die 18.360, 18.370 war ein markantes Ziel. Da will ich jetzt nicht so groß drauf eingehen. Aber wir haben aus dieser Bewegung von gestern hätten wir Luft bis zur 2,43. Wir dürfen diese Bewegung von gestern bis zur 2,43 auskorrigieren. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Sagt, wir haben hier Bewegung A und wir haben Bewegung C. Und wenn diese Geschichte jetzt in zwei Bewegungen auskorrigiert wird, ein Hoch über diesem Hoch hier, da oben drüber, das High ist bei 86,4, da sind wir jetzt gerade. Ein Hoch darüber würde C gleich A schon erfüllen. Und hier oben bei der 43 haben wir, ja, diese Marken sind zu beachten für den SL. Ja, Fibo raus. Und schon haben wir ein schönes, klares Bild. Diese komplette Abwärtsbewegung sollte in zwei Wellen nach oben auskorrigiert werden. Stops müssen ich, da ich, wie gesagt, heute Freilufttag habe auf dem Wasser, werde meine Stops über der 18.260 platzieren. Und packe auch das noch in ein Bild da rein und werde Shorts ab 18.100 und 97/18.210. Das ist genau dieser Bereich. Und SL.
L muss über 18.260. So, das Bild lasse ich mal noch, weil das mache ich gleich fertig, weil die beiden hier mal jetzt mal hellblau, dann kann man die nicht besser unterscheiden. Den auch. Nee, den hier wollte ich haben. Da. Diese beiden und das hier wäre jetzt die Short-Nummer. Die machen wir auch entsprechend in der richtigen Farbe. So. Und dann würde sich nämlich hier unten, je nachdem, wo der Start ist, das Ziel ergeben. Und dann wären wir bei 17.900. So. Ziele für die Shorts circa 17.910. Ich mache das ganz bewusst ein bisschen grober. Wer das nicht so ganz nachvollziehen kann, muss sich dann einfach nochmal das Webinar anschauen, ne? So. Und damit haben wir den Jungen hier auch abgefackelt und wissen genau, wo wir hinwollen. Die Muster im Euro stehen fest. Die Frage gerade Euro zieht an, ist das bärische Harami kaputt? Nein, das bärische Harami ist nicht kaputt, weil ein bärisches Harami suchen wir im H1. Wie hoch jetzt die Kurse hier noch schießen vor 9 Uhr, ist völlig Banane. Der Körper, der rote Kerzenkörper soll insgesamt kleiner sein als der blaue Kerzenkörper, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und da die Stunde noch lange nicht zu Ende ist, wir haben noch 25 Minuten, kann hier noch viel Wasser den Rhein runterlaufen. Okay, sind Fragen dazu? Zum Euro hier, zum DAX. Okay. Wichtig ist, dass unsere Jungs und Mädels das hier jetzt auch alles umsetzen können, weil wir werden gleich abgeholt. Jetzt geht es gleich auf Jagd. Wir haben heute wirklich spiegelblanke See hier draußen. Wir werden wahrscheinlich rausfahren bis auf den Atlantik. Und wenn wir Glück haben, gehen wir heute mal auf Heilbutt oder vielleicht auf Rotbarschjagd. Rotbarsche sitzen bei 150, 160 Meter Tiefe. Das heißt, hier braucht man keine Muckibude, sondern heute Abend sind wir auch kaputt. Für unsere Community, ich werde auch draußen auf dem Wasser versuchen, die Positionen hier zu begleiten, aber ohne Gewährleistung. Okay? Ich werde immer versuchen, zeitnah dran zu sein. Die Bilder sind klar, die wir gemacht haben. Die sollten dafür sprechen. Aber alles das, was ich hier jetzt erklärt habe, alles das, was ich hier geschrieben habe, alles, was ich hier gezeichnet habe, das wird auch gehandelt und das findet ihr auch dann in der im Positionstool bzw. in der Performance-Tabelle wieder. Und damit möchte ich mich verabschieden, sage viele, viele Grüße nach Ratingen, wünsche euch einen geilen Tag, viele Pips, viele Punkte und sage tschüss, tschüss, moin, moin aus dem wunderschönen Norwegen. Tschüss, tschüss. Ja, vielen Dank, Thorsten. Viel Spaß heute, gutes Gelingen und natürlich an alle vielen Dank fürs Dabeisein. Ebenfalls einen schönen Tag.
Viel Erfolg heute und morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, Andreas, fürs Stream und ebenfalls an der Community. Viel Erfolg. Ciao. Genau, danke, danke. Nach Potsdam. Ich vergaß.